Guten Abend. Heute ist Hans-Christian Bialas mein Gast auf dem H1-Sofa. Der Pastor und Politiker ist seit 2011 Präsident der Klosterkammer Hannover. Und die feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Das wird ein spannendes Gespräch über eine spannende Institution. Hallo Herr Bialas, schön, dass Sie da sind. 200 Jahre feiern, das schlaucht das sicher ganz schön. Sind Sie so richtig im Feststress? Naja, wir haben das, wie das in der Klosterkammer seit Jahrzehnten und Jahrhunderten üblich ist, mit Bedacht und sehr wohl überlegt gestaltet, sodass wir eins nach dem anderen tun. Und das klappt auch wunderbar. Das heißt, die Vorbereitung, die über Jahre ging, haben sich als außerordentlich gut erwiesen. Na, es ist ja auch noch nicht vorbei, der Endspurt läuft jetzt bald. Aber ich möchte mal wissen, Klosterkammer, das klingt so spannend und geheimnisvoll. Andererseits kann man auch ganz sachlich sagen, wenn man in die Bürokratie guckt, ist eine höchst effektive Sonderbehörde des Landes Niedersachsen. Können Sie mal so ganz kurz die Kernaufgabe der Klosterkammer sagen? Ja, wir sind eben eine Landesbehörde mit einem besonderen Status, eine Sonderbehörde, und das Besondere ist ihre Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit zu erhalten, ist immer auch Aufgabe des Präsidenten oder der Präsidentin, weil die Begehrlichkeiten im Zusammenhang mit dem Vermögen derer, die nicht so viel zur Verfügung haben, sich dieses Vermögens zu bemächtigen, über Jahrhunderte nicht nachgelassen haben. Woher kommt das Vermögen? Ganz kurz mal. Das Vermögen ist ja noch viel älter als die Klosterkammer. Ja. Das kommt aus der Zeit der Reformation. Es kommt aus der Zeit, als die Landesherren und Landesdamen entschieden, ob der evangelische Glaube eingeführt wird oder es beim katholischen bleibt. Und hier in unserer Gegend, Elisabeth von Kahlenberg hat wie ihre Kollegen Landesherren die katholischen Klöster aufgelöst, das Vermögen eingezogen. Aber weise, wie Frauen nun bekanntermaßen einfach einmal sind, dieses Vermögen eben nicht wie ihre männlichen Kollegen ins Privatvermögen überführt, sondern in ein Fondsvermögen. Das heißt, die Flächen, Agrarflächen, Forstflächen, insbesondere der Klöster, sind in den Hannoverschen Klosterfonds überführt worden, sodass wir heute dieses Vermögen verwalten, und damit ist die Klosterkammer eine Vermögens- und Stiftungsverwaltung, die unabhängig als Landesbehörde tätig ist. Verwaltung klingt ja so ein bisschen kühl. Im Landesmuseum wurde im April anlässlich des Jubiläumsjahres eine Ausstellung eröffnet und die nennt sich Schatzhüterin. Das klingt wunderbar, und wir gucken mal in die Eröffnungspressekonferenz rein. Da erfahren wir nämlich gleich noch mal zusätzlich eine Menge über ihre Klosterkammer. Die Klosterkammer wird 200 Jahre alt. Seit ihrer Gründung engagiert sie sich für den Erhalt von Niedersachsens Klöstern und Stiften. Und die beherbergen kostbare Gegenstände. Zum Jubiläum präsentiert das Landesmuseum Schätze und Kunstwerke, die teilweise hunderte Jahre alt sind. Fast 200 Objekte aus niedersächsischen Frauenklöstern sind zu sehen. Wir zeigen ganz unterschiedliche Arten von Exponaten, sowohl wertvolle Teppiche als auch Gemälde. Aber das Besondere für mich ist immer, dass wir auch die Frauen zeigen, die diese Dinge benutzt haben. Zum Beispiel zwei Brillen, die aus den Klöstern stammen, darunter die älteste Brille der Welt. Und damit zeigt sich auch, dass diese Klöster Orte der Bildung gewesen sind. Und das schon seit dem Mittelalter. Zu den Museumsstücken gehören aber auch Dinge des täglichen Lebens. Ein Großteil der Objekte stammt aus den Klöstern und Stiften. Einige kommen aber auch aus dem Vatikan. Dass die Klöster die Gegenstände über Jahrhunderte in Besitz hatten, war aber keineswegs selbstverständlich. Sie mussten ihre bisherige Ausrichtung grundsätzlich ändern. Im Zuge der Reformation ist es glücklicherweise gelungen, die Klöster doch zu behalten, und die sind eben damals umgestaltet worden. Also aus ehemaligen katholischen Klöstern wurden evangelische Frauenklöster, und als solche haben sie sich bis in die Gegenwart erhalten.
Erstmals sind die Kunstobjekte und Gegenstände außerhalb der Klöster zu sehen. Betreut werden die Klöster und Stifte von der Klosterkammer. Gegründet wurde diese von König Georg IV. Und seither setzt sie sich für die Belange der Klöster ein. Besucher können sich außerdem aktiv im Museum beteiligen. Es wurde ein Escape Room eingerichtet, ein Rätselraum, wo Teilnehmer verschiedene Denkaufgaben lösen müssen. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 12. August. Ja, Herr Bialas, haben wir noch zusätzlich jetzt mal Informationen bekommen. Die Ausstellung läuft ja noch. Aber es drängt mich doch zu der Frage, fühlen Sie sich jetzt eigentlich mehr als Schatzhüter oder als Bewahrer und Verwalter dieses Erbes? Naja, wir sind auf der einen Seite uns natürlich bewusst, dass es sich bei allem, was wir zu verwalten und zu bewahren hat, in vielerlei Hinsicht um Schätze handelt. Das sind alles Unikate. Das sind alles sehr, sehr wertvolle Kunstwerke. Das sind natürlich auch Dinge des täglichen Gebrauches. Wir haben etwa 10.000 Kunstwerke, die wir verwalten, aber die wir natürlich auch präsentieren wollen. Das machen die Klöster, indem sie sich öffnen und Besucher empfangen. Aber wir haben natürlich auch einiges, was in Magazinen gelagert wird und damit eben sehr, sehr selten sichtbar und zugänglich ist. Also echte Schatzkammern. Manche Leute sagen, Sie seien der beliebteste Mann im Lande, weil Sie ja so mit einem gut gefüllten Geldbeutel durch die Gegend ziehen können. Fühlen Sie sich auch so? Also, ich höre zum ersten Mal, dass ich beliebt bin. Och, das hat Ihnen bestimmt schon jemand gesagt. Und das freut mich natürlich. Allerdings ist die Erwartungshaltung der Leute manchmal etwas strange, würde man vielleicht plattdeutsch sagen. Weil offensichtlich manchmal der Eindruck besteht, wir würden sozusagen das Geld gleichmäßig im Land austeilen können. Und wir haben, was unsere Stiftungsaufgaben angeht, klare Regeln. Wir haben Stiftungszwecke. Wir haben für jeden, der einen Antrag stellen will, im Bereich Soziales, Schule, Bildung, Jugend und Kirchliches, klare Spielregeln. Wir haben das allerdings auch so kommuniziert, dass Ehrenamtliche verstehen können, wie sie Zuwendungen bekommen können. Und wir verteilen die Fördermittel auch sehr transparent, dass nicht der Eindruck entsteht, es gäbe eine Günstlingswirtschaft. Deswegen ist es eben auch so, ich selber bin einer von vielen, der sich die Förderanträge anguckt und mitnichten mache ich es so, wie es vielleicht noch unter dem einen oder anderen Vorgänger der Fall war, dass der Präsident oder die Präsidentin etwas alleine entscheidet. Und von daher freue ich mich immer, wenn wir helfen können, gute Projekte zu ermöglichen. Aber wir fördern eben auch nicht alles und jenes. Und ich denke, das ist auch gut und in Ordnung so. Über die guten Projekte und die Arbeit ein bisschen vertieft der Klosterkammer werden wir gleich noch reden. Aber jetzt wollen wir doch mal ein bisschen mehr über den Präsidenten wissen. Wir haben so ein kleines Satzspiel hier bei H1. Ich werfe Ihnen mal 10 Satzanfänge zu und Sie ergänzen sie ganz kurz. Ich bin gern in Hannover, weil... Es eine wunderschöne, einmalige Stadt ist. Mein schönster Platz ist... Direkt an der Leine, entweder im Zeit-für-Restaurant im Landtag oder bei Aresto. Mein Vorbild ist? John F. Kennedy. Mein Lebensmotto lautet? Nimm dich nicht so wichtig. Meine wichtigste Eigenschaft ist es? Dass ich zum einen zuhören kann, sehr schnell denken und dann auch entsprechend handeln. Mein liebstes Hobby? Ist Wandern und mich in der Natur aufzuhalten. Mal kurz zwischen gefragt, stimmt es, dass Sie schon zweimal Schützenkönig waren? Ich war auch schon zweimal Schützenkönig, weil ich seit vielen, vielen Jahren noch in meiner alten Kirchengemeinde im Schützenverein Mitglied bin und gelegentlich besuche ich auch das Schützenverein. Macht Ihnen Spaß, das Schießen immer noch? Also das Sportschießen macht mir sehr viel Spaß und das kann ich auch. Am besten erhole ich mich? Bei mir im Garten. In der Musik und bei Büchern sind meine Lieblinge? Also ich bin
ein großer Anhänger der Ostfriesen-Krimis. Also ich glaube, ich kenne fast alle. Aber ich lese auch gerne historische Bücher. Das letzte, was ich gelesen habe, war von Thomas Kaufmann, die Reformationsgeschichte. Der hat das außerordentlich interessant gestaltet. Ja, das sind so die Bücher, die ich gerne lese. Mein Herzenswunsch ist es? Mein Herzenswunsch ist es, dass wir in unserer Gesellschaft wieder zu mehr Gemeinsamkeit und weniger Egoismus finden. Wie sind Sie eigentlich Präsident der Klosterkammer geworden? Können Sie mal so ganz stichwortartig Ihren Lebenslauf uns erzählen? Naja, also ich bin ja eigentlich von Hause aus Theologe und ich habe auch als Pastor gearbeitet. Insgesamt 13 Jahre, davon 11 Jahre als Pastor in der wunderschönen Kirchengemeinde in Cuxhaven, Altenbruch. Richtiger Bauerndom ist da noch gleich mit 3 Kirchtürmen, einer wirklich bemerkenswert tollen Orgel von Klappmeier. Und ich bin dann, weil ich immer schon politisch interessiert war, damals zu Zeiten von Wilfried Hasselmann angesprochen worden, der Meinung war, es könnte auch mal ein Theologe im Landtag sein. Und er hat mir damals gesagt, ich soll mal nicht so lange mich darauf einstellen, mal so 2 Perioden. Ich bin dann 1994 Mitglied des Landtages geworden. Aus den 2 Perioden wurden fast 4. Und ja, dann wurde 2011 das Amt der Präsidentin der Klosterkammer durch den Ruhestand meiner Vorgängerin frei. Und dann ist das nicht, wie manche glaubten, aufgrund einer Günstlingswirtschaft da besetzt worden, sondern es gab auf eine Anzeige, die in großen Zeitung veröffentlicht war, eine Ausschreibung, da konnte man sich bewerben. Und das war für mich insofern eine Herausforderung, weil ich mich in meinem ganzen Leben noch nie bewerben muss. Also ich habe im hohen Alter von 54 zum ersten Mal so eine Bewerbung geschrieben. Ja, und dann fand 1,5 Stunden, werde ich nie vergessen, morgens um 8 schon im Ministerium unter Beteiligung von Gleichstellungsbeauftragten, Behindertenbeauftragten, Personalrat, Staatssekretär, Minister, eine große Fragestunde statt, weil es natürlich bei dem Amt auch die Möglichkeit einer Konkurrentenklage gibt, die auch durchaus zu erwarten war, nachher natürlich nicht kam. So, und dann hat mich das Kabinett ernannt. So, und dann war ich Präsident der Klosterkammer. Habe ich mein Mandat niedergelegt, hatte noch den Vorteil, dass das, was ich mir immer vorgenommen hatte, dass ich entscheide, wann ich im Landtag aufhöre und nicht andere. Auch das konnte damit in Erfüllung gehen. Und dann bin ich eben zum 1. Juni 2011 Leiter einer Landesbehörde geworden, was ich mir so nicht. Herr Werders, ich muss jetzt doch noch mal ganz kurz zurückfragen. So den Talar an den Nagel zu hängen, ist ja eigentlich eine andere Entscheidung, als einen Beruf einfach zu wechseln. Ist Ihnen das schwer gefallen? Also, ich bin nun ein leidenschaftlicher Pastor. Und das Schöne ist, ich bin es ja immer noch. Also ich habe auch nichts an den Nagel gehängt. Ich habe auch meinen Talar, der funktioniert auch noch. Sie könnten theoretisch jederzeit wieder als Pastor anfangen. Ich kann das auch praktisch. Ich kann das auch jetzt tun. So, ich kann auch jetzt Gottesdienste halten. Ich kann auch, mache ich auch manchmal. Ich kann auch Beerdigungen halten. Ich habe Minister Sander beerdigt. Der hatte mich gefragt, ob ich das, wenn es mal eintritt, tue. Also das kann ich schon. Aber ich mache es eher selten. Und ich bin sehr daran interessiert, dass die verschiedenen Funktionen auch deutlich auseinandergehalten werden. Also wenn ich als Präsident der Klosterkammer zu einer Veranstaltung gehe, dann spreche ich als Präsident der Klosterkammer. Und wenn ich als Pastor meinen Dienst versehe, ehrenamtlich natürlich, dann bin ich dann nicht der Präsident der Klosterkammer, sondern der Pastor. Ein Motto der Klosterkammer heißt Werte bewahren, Identität stiften. Wenn Sie da so an der Spitze der Klosterkammer stehen, geht es Ihnen dann auch um die inhaltliche Bewahrung der christlichen Werte in der Klosterkammer oder geht es Ihnen nur, wie bereits geschildert, um die Erhaltung und Sicherung der Kunstwerke? Wie viel Pastor ist in diesem Amt in Ihnen? Also, sagen wir mal so, es schadet bestimmt nicht, wenn der Präsident Theologe ist. Obwohl natürlich ganz andere Fähigkeiten auch noch gefragt sind, die ich mir so im Laufe der Jahrzehnte einfach durch unterschiedliche Tätigkeiten auch angeeignet habe. Aber natürlich haben wir es mit
christlichen, evangelischen Klöstern und Stiften zu tun. Und auch wenn ich den Staat repräsentiere, der zunächst einmal die Aufgabe hat, den Rahmen zu schaffen, durch bauliche Maßnahmen, durch Förderung, nehme ich jetzt nicht direkt Einfluss auf das, was mir besonders christlich erscheint oder weniger christlich. Aber ich kann natürlich und muss auch als Präsident der Klosterkammer, das ist übrigens eine Voraussetzung, dass man evangelischer Christ ist, das ist eine Einstellungsvoraussetzung, muss ich dafür sorgen und sorge ich auch gern dafür, dass geistliches Leben in aktualisierter Form einladend und offen dort praktiziert wird. Und ich freue mich immer, wenn ich in ein Kloster komme und das auch so ein bisschen mal als einen Kontrapunkt im normalen Tagesablauf eines jeden Menschen wahrnehme, dass dort eben einfach auch Dinge passieren, die woanders eben nicht passieren. Und das macht ja den besonderen Reiz und Charme der Klöster aus. Sie haben aber auch mal im Spaß gesagt, ich weiß nicht, wie viel Ernst dabei war, das Schönste an Ihrer Aufgabe sind die Äbtissinnen im Kloster. Jetzt mal unter uns. Der Klosterkammer ist nicht das Geld, sondern die Äbtissin. Das habe ich gesagt. Ist das nicht so schwierig mit der Damenwelt? Also ich meine, sind die Damen einfach im Umgang? Also, was mir erstmal gefällt, sie sind sehr selbstbewusst. Ja. Zweitens, sie sind in der Regel sehr kreativ. Und drittens, sie wissen, in aller Regel jedenfalls, worauf es ankommt, um ihr Kloster auch so zu präsentieren, dass nicht nur die christliche Botschaft als einladende Botschaft rüberkommt, sondern dass die Klöster auch als ganz besonderer, wertvoller Ort wahrgenommen werden. Und natürlich gibt es so eine und solche, das ist auch bei den Äbtissinnen nicht anders als sonst woanders auch. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Auffassungen manchmal, aber das ist halt so. Und diese Klosterordnungen sind natürlich auf den ersten Blick auch nun nicht unbedingt ein Zeugnis der Demokratie, weil die sehr, sehr alt sind. Aber ich sage den Damen immer, diese Ordnung brauchen wir eigentlich nur dann, wenn es zu Konflikten kommt, die man eigentlich durch Zuhören und Gespräche eigentlich schon ausschließen kann. Und von daher läuft da keiner jeden Tag mit den Bestimmungen der Klosterordnung. In welches Kloster gehen Sie denn besonders gern? Haben Sie ein Lieblingskloster? Das darf ein Klosterkammerpräsident nicht haben. Ich sage immer, jedes der Klöster ist auf seine Weise ein besonderer Ort. Und natürlich die Lüneburger Klöster aufgrund ihrer Tradition und ihres Reichtums auch über die Jahrhunderte haben natürlich, was die Ausstattung angeht, sehr viel mehr zu bieten als die Kahlenberger Klöster, die uns ja gehören. Lüneburger Klöster sind rechtlich selbstständig, da ist der Klosterkammerpräsident auch nichts anderes als der Landeskommissar. Ich kann mit denen gar nicht so wahnsinnig viel machen, ich kann da auch nicht viel anrichten. Ich kann den Haushalt genehmigen, ich kann ihn nicht genehmigen oder ich kann ihn unter Auflagen genehmigen. Und ansonsten wählen die Konvente zum Beispiel die Äbtissin noch in geheimer Wahl selbst. Okay. Sie haben ja schon gesagt, dass die Begründerin, der alles zu verdanken ist, Elisabeth von Kahlenberg, ist ja eine Welfin. Und zur Eröffnung ihrer schönen Ausstellung und anderen Gelegenheiten war Prinz Ernst August, der Erbprinz, auch da, hat auch gesprochen. Wie eng ist denn eigentlich die Verknüpfung mit den Welfen noch in der Klosterkammer? Na, ich habe ja, als ich die ganze Familie der Welfen dort begrüßt habe, gesagt, hier sitzt nun die quicklebendige Verwandtschaft. Von Georg dem Vierten. Und insofern muss man natürlich sagen, wenn Georg der Vierte nicht so einen fleißigen Beamten gehabt hätte, das war der Graf Münster, der sozusagen aufgeschrieben hat, welche Rolle die Klosterkammer spielen soll, welche Aufgaben sie hat, was die Stiftungszwecke sind und damit ja auch unumstößlich bis in Ewigkeit das festgelegt. Das ist ja das Schöne bei Stiftungen, dass nicht jeder ändern kann, wie er gerade haben will. Ja. Insofern sind wir natürlich auch nur deshalb entstanden, weil Georg IV.
eben die Klosterkammer begründet hat mit den entsprechenden 1818, darum feiern 1818. Wir jetzt das 200-jährige Jubiläum. Deswegen kann man ja auch relativ recht, also wenn man einigermaßen rechnen kann, kommt man schnell bei 200 Jahren auf das richtige Datum. Ja, und das war der 8. Mai und deswegen haben wir am 8. Mai eben auch den Festakt gefeiert. Herr Werlers, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen so vielleicht praktisch sagen. Erzählen wir einfach mal so 3, 4 wichtige Vorhaben, auf die Sie besonders stolz sind, dass die Klosterkammer die gefördert hat, die ausgeführt hat. Naja, es gibt eine ganze Reihe von Projekten. Also einmal, ich nehme aus jedem Bereich ein, kirchliche Projekte. Da bin ich nach wie vor der Meinung, das war eine sehr große Förderung, aber eine richtige Förderung. Wir haben, ich glaube, 300.000 Euro gegeben für das Vermittlungskonzept im Dommuseum in Hildesheim. Weil es uns ein Anliegen ist, wenn man nur schon so ein tolles Museum macht, das ist aus meiner Sicht eines der tollsten Museen in Deutschland, sowohl architektonisch als auch vom Konzept her. Dann ist es nicht unsere Aufgabe, die Baukosten zu tragen, sondern dann haben wir gesagt, ihr müsst ein Vermittlungskonzept erstellen, damit Kinder und Jugendliche, Schülergruppen Zugang zu der Ausstellung. Das haben wir finanziert, um da ein Beispiel zu machen. Dann haben wir sehr viel machen wir im Bereich Jugend, Bildung, Schule. Da haben wir zum Beispiel gefördert eine Initiative, eine gemeinnützige Initiative. Ich bin da neulich gewesen. Die haben sich verbündet mit Grundschulen in Niedersachsen. Die haben wir übrigens auch eingeladen zu unserem großen Fest. Und die machen mit den Lehrkräften und den Schülern, legen die einen Schulgarten an. Und damit ist mir deutlich geworden, viele, viele Kinder wissen gar nicht, wo das Gemüse herkommt. Die wissen auch gar nicht, wie es wächst. Die wissen auch gar nicht, was man machen muss, dass es wächst. Und das machen die mit einem tollen pädagogischen Konzept, machen die das und das haben wir gefördert. Und der dritte Bereich, Soziales, da gibt es eine ganze Menge. Also auch da will ich ein Beispiel nennen. Da bin ich in Osnabrück gewesen. In Osnabrück haben wir auch sehr viele Erbbaurechte. Das heißt, da fördern wir natürlich auch, wo wir Einnahmen haben. Und da habe ich in einer katholischen Einrichtung auch sehr viel Geld überreicht. Das war für eine Pflegeeinrichtung für mehrfach behinderte Kinder. Und wenn man dieses Leid und Elend da sieht und sieht, welche Freude man machen kann, wie viel Erleichterung man schaffen kann durch die Förderung, dann ist das auch, gibt es sehr bewegende Momente auch in meinem Leben, wo ich sehe, meine Güte, hier haben wir aber genau richtig gefördert und hier können wir Menschen, die sonst nun wirklich ganz am Ende der Gesellschaft stehen, eine Perspektive geben und ihnen auch das Leben etwas erleichtern. Also das sind mal so 3 verschiedene Förderprojekte von im Jahr ungefähr 260. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, aber was mindestens auch ein ganz gewichtiges, ich sag mal zweites Bein ist, die Klosterkammer ist auch ein riesiges Wirtschaftsunternehmen mit riesigem Grundbesitz, mit Erbbaurechten, die sie vergeben. Wie groß ist dieser Bereich der Klosterkammer denn eigentlich? Ja, nun muss man zunächst einmal sagen, jeden Cent, den wir ausgeben, müssen wir selbst verdienen. Das heißt, wir müssen uns bei unserer Kundschaft auch rechtfertigen, wie viel wir nehmen und wofür wir es ausgeben. Und das habe ich ja vorhin schon eingangs gesagt, das Vermögen besteht erfreulicherweise nicht in Geld. Dann wären wir heute Abend dran, wenn wir das alles in Geld hätten. Sondern das Vermögen besteht in Grund und Boden. Das sind ungefähr 11.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Ja. Es sind ungefähr 27.000 Hektar Wald. Wir haben ein eigenes Forstamt mit Revierförstereien. Und das ist auch unsere wesentliche Einnahmequelle, sind 17.500 Erbbaurechte. Ich sage immer, damit die Leute wissen, welche Bedeutung das hat, unsere Einnahmen. Also 47% unserer Einnahmen erwirtschaften wir auf 4% unserer Fläche. Das sind die Erbbaurechte. Können Sie das mal in
Nettozahlen sagen, ja, in richtigen Zahlen? Das schwankt ein bisschen, aber das sind ungefähr, also was jetzt die Behörde einnimmt an Pachten, und das liegt so ungefähr bei 15, 16 Millionen Euro im Jahr. Das ist schon ein stolzes Wort. Ja, ja. Fühlen Sie sich da manchmal nicht doch mehr so als Manager, wenn Sie mit solchen Zahlen umgehen? Naja, das ist man heute, weil wir ja zwar formal eine Behörde sind, und meine Vorgänger hatten es etwas einfacher beim Anlegen des Vermögens. Da reichte manchmal eine Tasse Kaffee beim Bankdirektor. Und dann unterhielt man sich, ob es 6 oder 7% auf das Vermögen gibt. Diese Besuche kann ich mir heute schlichtweg sparen. Werden Sie denn eigentlich von dem Immobilienboom, den wir zurzeit haben, auch besonders profitieren? Natürlich profitieren wir insofern, das muss ich eben sagen, deswegen ist unsere Vermögensverwaltung, hat sich völlig verändert. Wir haben inzwischen 9 ausgegliederte GmbHs, weil wir einfach durch Beteiligung am Wirtschaftsleben eine Rendite erzielen wollen, die über der liegt, die wir heute erzielen könnten, wenn wir das Geld zur Bank bringen. Und so haben wir eben sehr, da ist natürlich der Präsident auch Manager, nicht? Da jede Menge Geschäftsführer, die uns verantwortlich sind, und wir müssen sehen, dass die Geschäfte ordentlich laufen. Das geht im einen Bereich besonders gut, im anderen ist es ein bisschen schwierig. Das muss man halt heute machen. Sie sind ja auch Chef von einem Klosterhotel, einer Klosterbrennerei und sogar einer Brauerei. Ja. Hätte das Georg dem IV. Gefallen, wenn er wüsste, was so aus der Klosterkammer an Management geworden ist? Georg der IV. Stand, wie wir wissen, alkoholischen Getränken sehr aufgeschlossen gegenüber. Der würde sich sogar freuen. Der wäre wahrscheinlich sogar in der Schnapsbrennerei und in der Brauerei einer unserer treuesten Kunden. Wenn er bezahlt, ist das auch in Ordnung. Also wir haben sozusagen das Klosterhotel, nehmen wir doch mal, ist eines der Klöster, was einfach leer stand. Und das ist auch eines unserer Prinzipien. Wir können ja nicht bei 800 denkmalgeschützten Gebäuden, für die wir hier zuständig sind, wahllos alles reparieren und sagen, wir sorgen dafür, dass es nicht einfällt, sondern wir gehen so vor, dass wir uns fragen, wie können wir das Gebäude sinnvoll nutzen. Und da ist dann schon vor meiner Zeit, 2008, entschieden worden, das können wir mal als Klosterhotel nutzen. Und dafür haben wir natürlich, eine Behörde kann kein Hotel führen, das geht sowieso in die Hose. Also haben wir die Zellerar GmbH gegründet, die heute auch sehr gewachsen ist, weil wir noch mehr Gastronomien anderer Stiftungen übernommen haben zum Beispiel. Und das ist natürlich, Wöltingerode ist natürlich ein Ort, der auch im Jahr ungefähr 250.000 bis 300.000 Besucher anzieht. Und das Klosterhotel ist natürlich, hat ein Alleinstellungsmerkmal, wir hatten schon ein Hotel im Kloster. So. Ja, und da ist dann aber auch die Schnapsbrennerei, die habe ich, auch wenn es mir manche zutrauen würden, nicht selbst gegründet, sondern die ist schon 350 Jahre alt. Ja. Und dann haben wir damals eigentlich vorgehabt, insbesondere für den Betrieb dort, eine kleine Hofbrauerei zu installieren. Just in dem Moment ging die damals fast 400 Jahre alte, letzte Westharzer Brauerei in die Insolvenz. Und wie es denn so ist, aus allen Fraktionen des Landtages wurde mir doch angetragen, zu prüfen, ob wir nicht stattdessen diese Brauerei übernehmen. Das ist insgesamt richtig gewesen, aber wir haben da einen enormen Investitionsbedarf, was natürlich auch ein Grund hat, warum die in die Insolvenz gegangen sind. Und wir müssen sehen, dass wir peu à peu in die Wirtschaftlichkeit hineinkommen. Das sieht im Moment ganz gut aus, aber es ist ein mühsames Geschäft, weil einfach der Investitionsbedarf bei einer so alten, nicht auf dem neuesten Stand gehaltenen Brauerei relativ groß ist. Da sieht man nochmal das Spannungsfeld von der ältesten Brille der Welt bis zur modernen Brauerei, was Sie so zu tun haben. Ich wollte nochmal aufs Jubiläum zurückkommen. Einmal läuft die Ausstellung im Landesmuseum ja noch bis zum 12. August. Warum sollte man sie unbedingt gesehen haben? Ich tippe mal, dass es sowas in den nächsten 100 Jahren nie wiedergeben wird. Denn es ist hier in beeindruckenderweise gelungen, wirklich Schätze aus den unterschiedlichen Klöstern und Stiften in Niedersachsen dort zusammenzutragen, die absolute Unikate sind, die es nie wieder woanders gibt. Und die kommen dann in die Klöster zurück. Das heißt, man hat die einmalige Chance, an einem Ort
die wertvollsten und tollsten Exponate zu betrachten. Und ich finde, ich hatte natürlich damit gerechnet, dass es eine schöne Ausstellung wird. Aber ich muss wirklich sagen, auch was ich an Echo höre, die Leute sind total begeistert und sagen, also so eine tolle Ausstellung habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das was ist Ihr liebstes Stück? Also das sind auch immer so wie es, ja, so das, Fragen. Es ist bei einer Frau leichter zu sagen, wer die liebste Frau ist, als bei diesen Stücken. Die sind alle auf ihre Weise toll. Also dieser Äbtissinnenstab, dieser goldene aus Meding, das ist einfach eine Arbeit, die ist sowas von bemerkenswert und einmalig. Das kriegt man einmal zu sehen und sonst eben nicht mehr. Und ich meine, wenn, so wie ich muss ja auch eine Brille tragen. Man staunt schon, wenn man die älteste Brille der Welt sieht, wie viel Bildung und wie viel Intelligenz und wie viel Lösungsorientiertheit schon zu der Zeit in den Klöstern da war. Dass eben die Brillen da entstanden sind. Natürlich, weil es dort Bildung auch gab. So, wenn die nicht mehr richtig gucken konnten, haben sie sich überlegt, ja, jetzt mal Brille bauen. So, und das ist die erste Brille. Kriegen sie auch so schnell nicht wieder zu sehen. Allerdings, soweit ich weiß, wird sie in Wienhausen, da im Klostermuseum, auch einen Platz finden. Na klar. Sie feiern natürlich auch nochmal ganz groß das 200-jährige Jubiläum. Da gibt es am 25. August eine große Klosterparty oder ein Klosterkammerfest vielmehr in Wöltingerode. Was ist da los? Naja, Wöltingerode hat ja schon viel Erfahrung mit großen Festen. Das macht das gut öfter. Wir haben dort auch den Tag der Niedersachsen ja mitgestaltet mit der Stadt Goslar. Das heißt, die haben da Erfahrung mit Großveranstaltungen. Und wir haben jetzt Folgendes gemacht, wir haben gesagt, wir machen ein Klosterkammerfest, zu dem laden wir alle unsere Kunden ein. Das haben wir auch gemacht. Und die Kunden, die sich angemeldet haben, kriegen alle einen Gutschein. So, besondere Form der Anerkennung, können Sie Würstchen umsonst essen, Bier umsonst trinken. Und wir haben vor allen Dingen ein tolles Programm mit den Partnern gemacht, mit denen wir auch den Tag der Niedersachsen gemacht haben. Also der Landessportbund wird sich mit vielfältigen Angeboten beteiligen. Die Ideen-Expo wird vertreten sein. Die Kirche, die Landeskirche Hannover und Braunschweig wird vertreten sein. Und natürlich all unsere Einrichtungen. Das heißt, wenn man da mit der ganzen Familie hingeht und Oma und Opa noch mitnimmt, es ist für alle was da. Haben Sie auch ein paar interessante Künstler, die da auftreten? Ja, wir haben dann natürlich, wir gucken dann immer, wer ist jetzt gerade in. Leith Aldean, der ist ja durchaus bekannt, auch bei jungen Leuten, wird sozusagen das Hauptprogramm abends bestreiten. Aber wir haben natürlich auch die Hannover Harmonists sind dabei. Es wird auch viele Laiendarbietungen eben geben, nicht von Profis. Es wird viele Angebote auch geben von solchen Vereinen und Verbänden, die wir gefördert haben. Also hier die Gärten gestalten mit den Grundstücken, die zeigen das da auch. Oder wir haben ASB, Arbeiter-Samariter-Bund, die haben ein Fahrzeug gekriegt. So, die kommen mit ihrer Hundestaffel. So. Herr Bialas, das hört sich nach einem ganz wunderbaren Programm zu einem wunderbaren Ereignis an. Aber mal provokant gefragt, wird es in 200 Jahren auch noch eine Klosterkammer geben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in 200 Jahren die Klosterkammer noch geben wird. Aber ich will es ja nicht miterleben und das gucken wir von oben an. Vielen Dank, dass Sie da waren. Weiter viel Erfolg für die Klosterkammer und Ihren schönen Job. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.